Grüezi wohl! Ja, will man saufen gehen und anstatt das Stream krise. Toll. Aber machen wir gleich erstmal richtig schön Content hier, wenn das irgendwie leer ist. Was steht auf dem Plan? Wir machen gleich ein paar Okay-Truhen auf. Paar. Ein paar. Mit Doppel-R anstatt Doppel-A. Wenn ich jetzt mal eine Facecam anschalten würde, würde die Zuschauerzahl von 61 mal ganz schnell auf 0 sinken. Oder auf 500, weil die alle lachen wollen. Das sieht aus gerade wie ein Gossenpenner. Außer er sieht wieder aus wie ein Mensch. Ja. Wie gesagt, davor hättet ihr mich nicht gerne sehen wollen. Vertraut mir. Marcel wurde auch überfallen in der Stadt. Richtig. So sah ich auch aus. Und hat vorne direkt einen Omdez gekriegt. Dann holen wir mal die Lümmel raus, würde ich sagen, oder? Weißt du, ich glaube, genau vor einer Woche war das. Da haben die noch zu mir gesagt, ich wette mit dir, du verkaufst die Truhen eh nicht und du machst alle auf. Jetzt haben wir den Salat. 9 Stück. 200 Truhen. Ja. Da blutet wieder das Herz für manche, wenn ich das hier mache. Also heute sind die Silbernen tatsächlich bis jetzt ein bisschen besser. Marcel, halt die Schnauze und schenkst es nicht. Das schaffst du wieder nuller Runde. Stimmt, jetzt hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt habe ich, glaube ich, fast 80 Stück keinen magischen gekriegt. Ach, 5, Gott sei Dank. Ich sag immer, also aus 200 Stück mindestens 6 an sich eigentlich. Dann ist es auf jeden Fall immer mindestens neutral, wenn man die Truhen für 30k kauft. Ich sag mal so, wenn magische Steine gehen ja im Laufe der Zeit wieder auf 10 Bond, so oder so. Weil gerade eben habe ich sie bei meinem anderen Schein auch auf meinen Verkaufsschein gelegt. So. Ich hoffe, ich verkaufe nicht wieder Bänder wie gestern auszusehen bei der Jemi. Das tat weh. Habe ich schon wieder ein Band bei der Jemi? Digga, ich bin so unfähig, wirklich. Please. 15 Truhen noch, wird hart. Jawohl, 6. Sehr schön. 9. Oh, ja. Oh, tschüss. Ja. So will ich das. Ja, läuft bei dir heute wieder richtig, ne? Ja, Mann. So will ich das. Pass auf, ob so eine gute Phase jetzt, ist. Alter. Lass ihn kommen, gönnt ihm jetzt das Geld. Danach hat er eh wieder ein Dreivierteljahr nur Fisch. Ist so. Ja, dann ist er mal salty danach, Alter. Ja, das Problem ist, dass Decker jetzt beim Öffnen von den Truhen wie ein Magischer hat er Glück, ne? Später beim Abend wird noch nicht ein Magischer von den ganzen Magischen klappen. Richtig. Hm. Also nochmal ein magischer Schmiede zieht nicht auf den Bogen. Definitiv nicht. Das war schon dumm genug. Auch nö. Treffe ich? Ja, ich habe getroffen. Ha! Ich habe Blackscreen und treffe einfach okay. Ich bin einfach viel zu süchtig. Man verkauft halt einfach Blackscreen. Und ich weiß einfach, wo beim Handelsfenster okay ist beim Fenster. Läuft. Ja, wieder eine Achterrunde. Pop, top, einfach top. Doppo. 77 Adder schon, ey. Meine Fresse. Gecashed habe ich laut Support 8700 Euro, falls es jemand interessiert. Seitdem ich mit den 2 spiele. Hast du vor, jetzt öfter zu streamen? Ich mache das halt wirklich nur, wenn ich Zeit habe. Wenn, oder auch die Lust dazu habe. Ich will mich nicht dazu zwingen, jetzt hier einen strikten Plan zu machen, weißt du? Und den am Ende nicht einzuhalten. Deswegen will ich hier keine genaueren Zeiten geben, sondern einfach random streamen dann. So wie es, wenn man Lust dazu hat, ist halt immer am besten. Ich wette mit euch gleich ein einfaches Band über. Das Spiel will mich echt immer triggern mit der Scheiße, ich schwör's euch. Es ist immer so, dass irgendwas überbleibt bei mir. Jetzt bleibt noch gleich ein feines Band über. Es war so klar. Es war so klar. Oh Mann. Jetzt bleibt noch ein edles über. Oh nee, doch nicht. Oder? Ja doch, tatsächlich doch. Es bleibt einfach jedes eins über. Es hat nur ein Band geklappt und so viele Fail wieder, ey. Ich bleib dabei, Bänder haben es nicht meins. Ich finde den Bazar nicht scheiße. Die Idee generell ist top, keine Frage. Die Umsetzung ist wieder Schmutz, wie immer. Ich bin total für ein Wasser. Total. So, letzte Runde hier mit den Silbernen. Dann sind wir durch. Yay. Gibt's doch nochmal eine Plusrunde oder nicht? Das sieht bis jetzt scheiße aus. Weißt du, das ist schon lustig. Fast 100 Stück, keine einzige, sondern 7 aus 100. Es ist so random, weil ich bei einer Plattform jetzt bleiben möchte. Deswegen streame ich auf YouTube. Und auf YouTube ist es deutlich entspannter. Als wie auf Twitch. Ich habe schon wieder alles nimmer weggeworfen. Auch was die Regeln und so weiter angeht, ist YouTube deutlich entspannter als wie Twitch. Abfahrt. So, Bänder. Bitte lass keins überbleiben. Bitte, bitte, einmal alle weg. Gönn mir den Inventarplatz im Lager. Oh, ja, bitte klappt. Bitte. Ja, ja. Schön. Jetzt bei den Feinden genauso. Ja. Ja, du musst fehlschlagen. Genau, und jetzt klappen. Nein. Bleib wieder ein feines Band über. Ah, und wie, jetzt klappt das Edle nicht. Ach du Drecksau, du. So, dann gibt's jetzt ein paar Switcher, ne, würde ich sagen, ne? 55, ey. Jesus Maria. Wenn da der Bogen nicht fertig wird, weiß ich auch nicht. Wie viele Adder haben wir? 87. Aber 27D ist es. Aha! Aha!
Was kommt jetzt? Aha, immerhin. 6 Stärke Schmutz. 6 Stärke, 6 Decks, 5 TPA Schmutz. Wieder Müll. 10 TPA brauchen wir nicht. 10 TPA, 6 Stärke. Nein. 12 Wind, 8 Stärke. Nein. 3 TPA, 10 reflektieren. Nein. Ey, lauf nicht weg, Simply. 12 Decks. Nö. Als wenn du 12 in. Nein! 12 oh mein Gott, dann. Nein! Nein, mach doch 12 Prezi, er wäre so wild gewesen. Ah, kacke, Mann. Also einen magischen Stein kannst du schon abdrücken, dafür, dass er richtig getippt hat. Ich weiß gar nicht, welche magischen Steine du meinst. Lage. Jetzt kommt er auf die Tour, das ist ja Wahnsinn. Da beliebt man für ihn und dann kommt er auf die Tour. Ohne Scheiß, dann rückt er nichts raus, ne? So ein richtiger Gierschlund. Ja. Und deswegen... Mit euch rede ich nicht, ich habe bald 10.000 Abonnenten, also... Jetzt wird alles in die Hose gehen. Ihr müsst dann bald Steuern zahlen, um in der Gilde zu sein. Bin Veganer. Naja, stimmt, du musst ja mal Bio-Produkte kaufen. Keine Sorge, Timo. Ich denke demnächst an dich, wenn ich demnächst mal eine Chicken Wings beiße. Ein wichtiger Try steht jetzt vor der Tür. Ja, warte, lass mich YouTube aufmachen, das muss ich mir reinziehen, wie es fehlschlägt. Ah. Believe. Ja, ist das nicht schön, die Geräusche. Ja. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Steig noch ein paar Mal aufs Gaul auf und ab, renn noch 5-mal im Kreis, mach noch 5-mal im Relock. Du bist ein Spaß. Abfahrt. Ich wollte gerade sagen, geht doch noch. Es werden mindestens 8, 9. Spoiler uns nicht, denk dran, wir haben eine Verzögerung. Ne? Ich denke, einfach. Das wäre jetzt so krank gewesen, ne? Verarscht. Oh, kam also weg. Ja, jetzt will ich dich mehr. Jetzt muss ich mich wieder ausloggen einmal. Das geht nicht. Und welcher von denen zwei? Hey Nico, ich schau lieber dein Stream. Bargeld und Bargeld, ich lieb dich schon wie. Lauf. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber dieser Alert ist geil. Findest du Won kaufen scheiße? Absolut, ja. Bin ich absolut kein Fan von. Du hast halt nichts, was du dadurch selber erreichst. Du payst dich einfach nur des Todes hoch und fertig. Vor allem, du hast, wenn, sagen wir als Beispiel jetzt nur. Du kaufst dir für 1000 Euro Won. Nur als Beispiel. Nicht, dass ich das will, sondern einfach nur als Beispiel. Du kaufst 1000 Euro Won, kaufst dein Equipment, willst Hydra haben. Nach einem Tag hast du keinen Bock mehr, weil du hast ja schon alles erreicht, so, weil du ja deinen IQ hast, so. Was willst du denn noch machen? Wofür spielst du das Spiel? Ich spiele das Spiel nicht, um IQ zu kaufen und dann wieder aufzuhören, nach dem Motto. Das bringt ja alles nicht, deswegen dann lieber selber aufbauen und dann hat man wenigstens was zum Spielen. Jetzt nicht unbedingt in die NES cashen, was weiß ich, und 100.000 Euro für Switcher investieren, um das selber zu drehen, so nach dem Motto. Aber so im Grundsatz ist das ja nicht der Sinn des Spiels, dass du dich einfach nur Sachen für Echtgeld kaufst und dann nicht mehr macht an deinem Equipment. So. Wofür spielst du dann? Deswegen verstehe ich alle Echtgeldkäufe nicht. Überhaupt nicht. Mit den zwei Updates sind lächerlich schlecht. Es kommt viel, viel, viel zu wenig Content. Ja, seit 1,5 Jahren tatsächlich kein Yuhara. Ist wirklich leider Gottes ein bisschen blöd. Muss ich auch sagen, ich fühle es tatsächlich auch nicht. Aber man muss auch so sehen, die Leute müssen auch erstmal nachkommen. Es gibt genug Leute, die mittlerweile fertig sind. Aber guck dir zum Beispiel mal die türkischen Server an jetzt gerade. Die wissen schon gar nicht mehr, was sie machen sollen. Und machen schon gefühlt die 5. Schlangenwaffe hoch. Und wir hängen hier gerade mal vielleicht bei der 1. rum oder bei der 2. mit Bogen jetzt. Deswegen, bei uns ist es noch okay, sage ich mal, dass jetzt noch nicht wirklich großartig was dazukommt. Aber bei den Türken zum Beispiel, muss ich sagen, die tun mir schon leid. Aber generell komplett Yuhara-Content finde ich geil. Mittlerweile. Ich finde, das war einer der besten Updates seit Jahren. Naja, ich wurde zum Beispiel vor 2,5 Jahren gehackt. Support war komplett... Natürlich, das ist halt der große Punkt. Also beim...
Sobald das Zeug mehr als ein Spieler rübergehandelt wurde, was soll der Supporter machen? Damit bestraft man ja auch die Spieler, die zum Beispiel das Zeug jetzt zum Beispiel gekauft haben. Wenn du jetzt zum Beispiel als Beispiel mal, du wirst leergeräumt, dein Zeug kommt günstig auf den Markt und beispielsweise ich kaufe das jetzt. Nur als Beispiel jetzt genommen. Ich kaufe jetzt ein günstiges EQ-Paket, man findet heraus, dass es dein Zeug war. Ich verkaufe die Hälfte für einen normalen Preis. Die Person, die das dann gekriegt hat, also für einen normalen Preis bei mir gekauft hat, wird das Zeug dann entfernt, damit du das wiederkriegst. Die hat dann sein Won verloren, ich habe meinen Won vielleicht teils vermehrt. Der Typ, der dich gehackt hat, hat Profit gemacht. Und der Einzige, der am Ende bestraft wird, ist derjenige, der das Zeug dann von mir gekauft hat. Also nur als Beispiel jetzt. Weil irgendjemand kauft es ja am Ende aus dem Markt aus. Und deswegen kann man, sobald das Zeug mehr als einmal über eine IP gegangen ist, nicht mehr zurückverlangen. Beziehungsweise nicht mehr zurückkriegen. Das ist der große Punkt. Natürlich, und das ist halt auch nochmal ein riesen Nachteil bei P-Servern. Als ob ihr nicht glaubt, dass die Serverleiter die Datenbanken selber durchgehen und euch in DLR räumen. Mal ehrlich, denkt mal drüber nach. Wenn man sich überlegt, wie viele hunderte Euros sie da rauskriegen eventuell aus euren scheiß DE-Accounts. Nur weil ihr so abergläubig seid, dass P-Server dann eventuell besser betrieben werden. Also ich benutze überall die gleichen Daten und wurde bis jetzt auch nur 12 Mal gehackt. Das geht ja noch, Bruder. Nee, braucht man nicht, aber ja, das Problem ist halt, man muss immer entscheiden, entweder man geht auf Equipment oder auf euch hier. Eins vor zwei, also eins vor beiden, kannst du immer was kompensieren. Ich kompensiere mit meinem Eco was ganz anderes. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen, aber... Oh Gott, ja. Das könnte man wieder klippen, ey, ich schwör's dir. Und immer dann mal reinschneiden, wenn man es braucht. Richtig. Einer niederstellen. Was soll ich mit dem Kleinen? Apropos, hat jemand von euch von dem Spiel Blue Protocol gehört schon? Einfach mal so in die Frage in die Runde, jetzt in den Chat auch. Das werde ich zum Beispiel auch auf meinen Kanal bringen, das Spiel. Ich kann gleich mal hier ein bisschen Gameplay zeigen oder sowas. Ist jetzt noch nicht viel draußen, aber jetzt das Gameplay dazu. Das ist halt einfach so gut. Allein die Atmosphäre, die ist so geil. Das Game ist noch nicht draußen, das kommt dieses Jahr. Pay to Win, das Einzige, was bis jetzt bekannt ist, man kann nicht sich irgendwie dadurch schneller entwickeln. Das Einzige, was ich gehört habe, die Erfolgschancen kann man per Item Shop erhöhen. Das Spiel wird kostenlos sein. Also jeder kann das spielen, sowohl auf Konsole als auch auf PC. Ist Open World Game. Als Hinweis, also so wie Metin 2 kann man sagen, es wird ein riesen Map geben mit Bazaar und so weiter auch. Also das habe ich alles schon gesehen, man kann das auch nachgucken. Es gibt auch von vor 2 Jahren schon Videos, wo die Beta gelaufen ist. Das, was da alles bis jetzt bekannt ist und wie das aussieht, das ist wirklich mit so viel Liebe und Leidenschaft gemacht worden. Das ist Wahnsinn, wirklich. Ich meine, wenn du überall hier alles betreten kannst, das wäre einfach wild. Das wird ein Open-World-Game, ja. Man kann sich da mit seinen Freunden in den gewissen Channel dann verabreden, so gesehen, um dann da reinzukommen. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, das Spiel werde ich auf jeden Fall auf meinen Kanal bringen, sobald es draußen ist. Da habe ich schon mega, mega Bock drauf. Und das wäre halt etwas richtig für mich, so. Weil ich eh generell auf Anime-Look stehe und sowas, das mag ich halt komplett. Und da wäre das halt wirklich optimal, so. Und es sieht auch wirklich gut aus, muss ich einfach sagen. Wetten, der geht down, wieso sollte ich down gehen? Du wirst auf jeden Fall mal zwei umwechseln. Oh. Das heißt dann Excel, wow. DB, Onyx und halt ein paar. Wow. Das wäre. Dann können wir uns vielleicht mal in den nächsten Monaten eventuell mal über die Zange oder so unterhalten. Ich hasse es. Simply, wer gewinnt, glaubst Champions League? Frankfurt. Also wenn Frankfurt wirklich gewinnen sollte, ey, dann werdet ihr dieses Video verlinken und sagen, ich hab's gecallt. Ich verabscheue auch echt Geld. Er ist auch geil. Ich verabscheue auch echt Geld. Ich tausche das jeden Monat direkt in Wohnung um. Das ist sympathisch, man kann sich hier sein. Was ist deine Meinung zu der Transgender-Community? Interessiert mich nicht.
Die sollen machen, was sie wollen, aber mir nicht auf den Sack gehen, ganz einfach. Das ist eine geile Frage an Metin 2 Streamer. Hat jemand sonst noch schöne Fragen, die man stellen könnte? Meinung zu Veganern. Idioten. Oh, der Holzmaul. Okay, ich bin Festgitarre. Also. Ich wusste, dass Fabi so reagiert. Ich geh jetzt. Ich will nicht mehr mit dir reden. Was hältst du von Transgender-Veganern? Okay, jetzt gehst du zu weit. Apropos Offline-Shop, jetzt muss ich euch was zeigen. Ich gehe jetzt gleich mal nach dem CH. Darüber reden wir gleich. Das Thema merken wir uns an. Wenn ich mit dem CH durch bin, zeige ich euch gleich mal was bezüglich Offline-Shop. Wenn die es jetzt kostenlos machen würden, müsste jeder, der gerade einen Offline-Shop hat, die DR wenigstens gut geschrieben kriegen, die die ganzen Premium-Lang gegeben hat. So. Insgesamt haben wir hier dann die Anzahl, wie oft wir was rausgekriegt haben. Das Ganze habe ich ausgerechnet und kam dann auf 1829,75 Tage. Das sind 5 Jahre Offline-Shop. Für 400 Euro, das Ganze umgerechnet, sind das dann 6,55 Euro pro Monat. Das ist jetzt für 50% Happy Hour gewesen und den Mindestbetrag von 12 DR pro Tour. 6,55 Euro für einen Monat Offline-Shop ist absolut in Ordnung, finde ich. Meiner Meinung nach. Das ist aber jetzt, wie gesagt, darauf bezogen. Also, das ist darauf bezogen auf 50% Happy Hour und 12 DR pro Tour. Jetzt kommen wir aber zu den anderen Faktoren. Und zwar habe ich die ebenfalls ausgerechnet. Hier bin ich davon ausgegangen, dass die Tour immer 12 DR kostet, wie ihr seht. Also, dass sie im Angebot für 12 DR ist. Und dann die jeweiligen Happy Hours und so weiter habe ich dann dazu addiert, um dann auf den jeweiligen Preis dann zu kommen. Wie viel das ungefähr kostet. Wie gesagt, es ist ja nur ein Beispiel bei 1500, über 1500 Truhen. Das wäre ein ungefährer Schnitt. Natürlich kann man mehr Glück haben, man kann weniger zahlen, so gesehen, und man kann Pech haben und zahlt vielleicht einen Euro mehr im Monat. Sind wir dann zum Beispiel jetzt hier, wenn keine Happy Hour ist, bei knapp 10 Euro bei 12 DR pro Truhe. Hier sind wir bei 11 Euro, bei 14 DR pro Truhe und bei knapp 15,60 Euro, bei 15,56 Euro ohne Happy Hour und bei dem Normalpreis. Also knapp das Doppelte, was ich jetzt gezahlt habe, ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, das ist so der Normalpreis, wenn du jetzt gerade aufladen würdest und für 19 DR die Truhen kaufen würdest. Und wie gesagt, das ist halt wirklich ein relativ normaler Schnitt, den ich hier oben angebe. Das sind, wie gesagt, 1330 Truhen gewesen. Also das kann man schon als normalen Schnitt ansehen, circa. Da wird nicht viel tun am Ende. Da wird es vielleicht um 100 Tage bis 200 Tage maximal Unterschied gehen am Ende. An sich ganz interessant, um das einfach mal zu sehen. Und ich finde, für den Preis hier geht das in Ordnung. Was halt auch okay wäre, was ich mir auch schon überlegt habe, so wie beim Glas, dass sie den Premium-Laden auch für DM anbieten. Zum Beispiel jede Woche einmal einen Tag für, was weiß ich, 39 DM oder 49. Ich glaube, damit wäre auch wirklich jeder zufrieden. Und keiner würde sich beschweren. Dann hat jeder Typ, der ein bisschen DM hat, immer einen Tag noch zusätzlich. Alter, bist du Wahnsinn. Krank? Er hat auch einfach 20 Euro Donation raus. Ja, Junge. Danke. Lieb wird raus. So mitten in der Nacht, ey. Der gute alte Marvin. Neues Format, Fossi im Handeln coachen. Ach du Scheiße. Da muss ich den Satz aber ganz langsam vorlesen, weil sonst versteht der alte Mann das ja nicht. Also Fossi, das ist das Glas des Handels. Und dort findet man sehr, sehr viele schöne Sachen drin. Wie zum Beispiel Waffen. Wäre das irgendwie an Fossi gelangt, tut mir leid, Fossi. Man weiß ja nie, wo der sich gerade rumtreibt. Wohl, der ist bestimmt schon im Bett. Rentner gehen früh schlafen. Übermorgen ist wieder ein Distrack. Aber ich muss sagen, den Distrack, der hat der wirklich geil gemacht. Den hat der wirklich, wirklich geil gemacht. Von den Influencern her, würde ich sagen, bin ich einer derjenigen, der am wenigsten Glück hat. Tatsächlich. Klar, ich würde sagen, ich bin einer der weitesten. Aber man muss auch so sehen, ich denke mal, ich bin einer derjenigen, die am meisten investiert haben. Von allen. Und zuzüglich noch viel mehr dafür getan hat, im Sinne von Handeln oder sonstiges. Komm her, mein Schlangenmedien, ich mach dich jetzt kaputt. Also wie gesagt, gleich zum Abschied atmen wir noch einmal den Schlangenbogen auf plus 10. Hä? Ach, Wese. Man kennt die gute alte Wese-Perle. Jawohl. So. Ich hasse diesen Look. Wenn ich das schon sehe, dann kriege ich schon Anfälle auf plus 10. Wirklich. So, Abfahrt. Verschwenden wir mal wieder unser ganzes Wonny mit dem Abtry. Wuhu. Aber wie gesagt, ich kann dir immer noch leihen, ne? Zack, sind wieder 50 Won weg. So schnell geht das, Leute. Das war jetzt Versuch Nummer 56. Normalerweise finde ich das so teuer, aber scheißegal. Einmal 70 Kaka verschwinden geht. Mal gucken, ob der klappt wenigstens. Auch fehlgeschlagen. Ich werde niemals einen Alastor laufen. Du wirst mich niemals bei diesem Run sehen.
weil die Art und Weise des Runs einfach Abfall ist. Deswegen nein. Einerseits A, die Schlüssel, das Schlüsselsystem generell finde ich für einen Arsch. Und dass man umso mehr Chars man mitnimmt, umso mehr Truhen kriegt. Das hat mir bei Melee damals auch schon nicht gefallen, weshalb ich Melee auch nicht gefarmt habe. Ich habe nicht mal die Chars dafür, dass ich überhaupt mehr als einen Bob mitnehmen könnte. Alter, Marvin, bist du verrückt? Bist du verrückt, Junge? Wieder? Der haut einfach nochmal 30 Euro raus. Junge. Auf jeden Fall fettes Danke für den Support. Holy fuck, Alter. Danke, danke. Hätte echt nicht sein müssen, aber echt danke. Wow. Krank. 50 Euro insgesamt, ey. Da ist er wieder. Bagel, Bagel, ich lieb dich und wie. Oh, wer steht hier? Status. Dicker. Ene, mene, mu und raus bist du. Julian! Ah, warum sind so viele Leute hier? Raus bist du noch lange, lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Da war ich schon. Geh mal schnell 2. Sei Spaß, die. Das wäre noch so eine Sache. Apropos, habe ich der? Nee, okay. Schade. Man weiß ja nie, wenn man hier der hat. Schauen wir mal, ob der Bogen auf 8 geht. Nummer 1. Fehlschlagen, schade. Rüstung Nummer 2. Fehlgeschlagen, schade. Und die Dolche. Auch fehlgeschlagen, schade. Ich glaube, heute soll ich am besten gar nichts mehr machen. Das ist ein Zeichen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, dann machen wir das Ding mal wieder plus 7. Fehlgeschlagen. Und fehlgeschlagen. Wow, geil. Ich soll mal gucken, was mein Baumglück heute sagt. Ja, oh mein Gott. Ja. So, Freunde. Immer sagen, 5 Stunden Stream, ne? 5 Stunden 15. Ist eine ordentliche Zeit. Mittlerweile schon 3 Uhr nachts eben. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen gut durch die Nachtschicht helfen. Oder den größten Teil durch die Nachtschicht helfen. Ich wünsche euch dann noch ein schönes Wochenende. Mal gucken, ob ich morgen vielleicht nochmal streame. Je nachdem, wie ich Bock habe. Oder Sonntag. Wenn ich wieder nochmal ein paar mysteriöse Tickets farme oder so. Oder den einen oder anderen Uptry nochmal mache. Ansonsten wünsche ich euch dann noch eine angenehme Nacht, Abend, whatever. Und man hört sich. Adieu. Ciao.